Hey liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. Ja, wir begeben uns jetzt in die Stadt zu John Marston. Dort haben wir eine Mission. Und mal sehen, was das für eine Mission sein wird. Die letzte Mission, die wir ja mit ihm hatten, war ja dieser Überfall. Halt, was ist dort? Das sind Leute. Die wollen das angreifen. Okay, Feuer bereit machen. Mist. Bräuchten hier irgendwo Deckung. Hier absteigen und hinter der Baum, würde ich sagen. Kommt schon. Zeig dich. Gut. Was haben wir hier? Hier liegt irgendwie abgegriffener Karabiner. Gibt es vielleicht noch einen besseren? Na gut, besser als gar nichts. Lass uns den mal mitnehmen. So. Wir essen mal hier das Ding. So, komm her. Gut. Hier oben haben wir noch 1-2 zum Plündern. Ich muss jetzt erstmal zurecht damit kommen, dass wir mit dem Dead Eye jetzt die Gegner markieren können und nicht mehr automatisch das markiert immer. Das war jetzt nämlich gerade auf jeden Fall hier so ein kleines Problem im Kampf mit. Suchen die Satteltasche. Okay. Ja, da war doch ein bisschen was dabei. Halt, hier ist noch etwas, eine Pflanze. Die nehme ich mit. So. Und jetzt geht es weiter zu unserem eigentlichen Ziel. Da greifen uns einfach diese Typen dort an. Obwohl wir ihnen nicht mal was getan haben. Okay, wir sind in Valentine. Wo? Ah! Oh, mein Kopf! Hilfe! Au. Super, ich bin dreckig, verschwitzt und hab Schmerzen. Hört sich nach einem Alltag an. Ein normaler Alltag. Und diese Waffe ist schon wieder weg. Ich glaube, ich sollte schreien. Okay, jetzt ist sie hier. Gut. Ich wollte schon sagen. Aber wir hatten ja so ein Repetiergewehr jetzt eine längere Zeit wieder nicht mehr. Ich dachte schon, jetzt wäre das weg. Das Problem ist, wir sind dreckig, das bedeutet, die Leute reagieren anders auf uns. Wir müssen es irgendwie waschen, boah. Aber das sollte jetzt mal noch so hier klappen. So, feeling better? How's the scar? I heal pretty fast. Lucky you. So you just lazing about or you got any leads? I got something. You see them? Sure. Well, you see yourself as a shepherd now? Maybe. Come on.
Well, where exactly are we going? Collect something. Help us get some sheep. You know, that attempt to seem all enigmatic and interesting, that might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid. Come along. You'll see. That train job was a start, but we need more money. Until we can get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you. We try to collect that money anytime soon, it'll come with a noose. I was worried you'd say that. Dutch says that we... Dutch says a lot. That's his gift. Saying things. Oh, yeah? What do you mean by that? I was the prize pony once. Now I'm the workhorse. Listen, Dutch is... But, well, you was at that thing in Blackwater. We already seen Pinkerton's here. New century's coming. This life, this way, well, we're the last, I reckon. We ain't long for it. Then that's the way it goes, I guess. For me, yes. All right. So where are we going? Just need to pick up something. There's a hitching post over there. Tether the horse and I'll meet you across the street. I already don't like how this is going. So, dann binden wir mal unser Pferd hier an. Okay, jetzt geht in den Waffenladen. Yep. You head in, pick up a sniper rifle. I'll explain later. Oh, well, hello again. How can I help you today? Looking for a rifle? Something with a sight on it. Shouldn't be a problem. You want to see what we've got? It's all in the catalog here. Okay, mit einem Zielfernrohr. Toll. Darf ich das von meinem Geld bezahlen? Okay, das ist eins kostenlos. Gut. Kommt mit. So, dann können wir den Katalog eigentlich auch schließen. Obwohl, was gibt es noch bei Accessoires? Verringert die Abnutzung aller Waffen. Ich möchte eigentlich so einen Gurt noch haben. Ja, wir nehmen mal den noch. So. Gut. Jetzt haben wir hier ein Gewehr noch. Ist doch nicht verkehrt. So. Good? Sure. Ich will nicht wissen, wofür wir das brauchen. Na gut, los, lass uns rein. Done what? Bought that gun. I had a run-in with that fella earlier. We ain't on the best of terms. You had a run-in. I've had a run-in with half that town. Calm down. It's done now, ain't it? Why are you being so cagey about all this? Always playing some goddamn game. Me? I ain't the one taking Jack on fishing trips. No, you ain't. If you say the boy ain't yours, what's the difference? You probably only run off again. Why are you so interested in my life? Ain't you got one of your own? Just do one thing or another. Not be two people at once, that's all I'm saying. It ain't that simple. You know that as well as anyone. Same as with you and that girl. What was her name? Mary? That was different. No, it ain't. Just the same. Anyway, for the love of God, will you tell me what you got me doing here before I turn around and hit the breeze? There's a herd of sheep coming down to auction from Emerald Ranch. Folk in town were saying the owner's trying to stamp out every farm from here to Ansburg. Yeah, I know that place. Up there. Get a proper view.
So I'm thinking that the herd will make it to auction all right, but a couple of new ranch hands will be collected on the sale. Doubt the town will care to notice too much. Why we need this rifle you couldn't buy yourself? Reckon we shouldn't get too close. At least not till we know what we're dealing with. Let's see what we can see from up here. Okay, I think that's them over there. So what now? Put a shot in near them. I reckon they'll hightail it. They're only ranch hands. Just watch the sheep. Okay, wird gemacht, Kollege. So? Well, looks like one of them don't scare too easy. Put another shot in close. He'll get the message. Yep, that spooked him all right. So. All right, let's go round him up. Gut, wir müssen wieder auf unser Pferd. Let's go, boy. Let's go get the straight. You ever work on a ranch, Marston? No. You? Day here, there, but not much. Those cowboys I know are dumb as trees. How hard could it be? I guess we'll soon find out. Let's get these things. Bring them back to the yards. They're pretty scattered. Let's get them all wrapped up. Christ, you're the one. Sorry. What are you getting off for? Das wollte ich nicht. Okay, nun gut. Wenn wir schon mal so dabei sind, kleiner Kerl, komm mit. So, die verkaufe ich dann direkt mal noch. Tut mir leid, dass ich das getan habe. Let's head for town. You know what? Marston, why don't you leave the sheep to me? You ride Shank, keep watch for any trouble. I brought you in on this. It'll be quicker this way, trust me. This ain't the right time for you to be learning how to hurt. All right, whatever you say. I'm done arguing. Go, go! So, na los, meine Kleinen. Lauft! That's more like it. Quickest route back to Valentine is right around that mountain. Okay. Like I said, I'll handle this. Come on. So. Vorsichtig, meine Kleinen. Los, lauft. Los, kleiner Mann. Renn zu deinen Freunden. Move!
Jawohl, wir sind fast in Valentine. Los, rein mit euch. Those are up, boys. There you go. Fine sheep. They're okay. You seem better around here. I've seen ones with less ambiguity about their provenance. A lot less. What are you trying to say? I'm trying to say you give me 25% kickback, and I won't say nothing to nobody. Everything all right here? Excuse me? Sure. I'll excuse you for 25%. You want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock. 25%. 15. 20. 18. Done. Calm yourself, friend. Just think of it as I'm buying your sins. You're buying. But we're paying. Go on now. Come back after the auction. You'll get your money. Dutch is waiting for us at the saloon. He is? So, mal ganz kurz hier was nachschauen. Thought we was doing the robbing here. Still good money. Well, thanks for all the help with this. Can't herd, can't swim. Give it a rest, will ya? We ain't kids no more. No, we never really was. Come on, Sunshine. I'll buy you a whiskey. Halt, die eine Waffe will ich hier ranhängen. So. Gut, rein geht's. Not everything, but in the end, I don't believe in absolutes, just shades of gray. Compromises. Compromises. Well, I have never been a man for compromising, I fear at my age. Gentlemen. Dutch, Leopold. Where have you been? Working. Marston's thing. Good. And? We're just waiting to get some pay on a few sheep. Leopold, my good friend, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course. Gentlemen? Drink? Sure. Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the Dutch Vanderlyn Finishing School has some strange graduates. That it does. To your good health. Thank you. Vanderlyn! Get out here! Get out of here now! You don't know me, but you keep robbing me. My name is Leviticus Cornwall. I am not a man to be messed with by the likes of you. Get out here before I have these men killed. What do you think? Get out here, well, you depraved piece of trash. You start spinning a yarn. When I think the moment's right, I'll make a move. You think I got where I am by letting scum like you rob from me? Vanderlyn, you're done. Now get out here now. Deal with this nonsense. Please, gentlemen, this is a terrible mistake. This is a case of mistaken identity. What is worse than admonishing a man for the sins of another who wants to be the Messiah? Not me.
Boss, macht sie platt. So, Gewehr rausholen. Oh, Hilfe! Deckung! Gut. So, ich brauch schnell etwas Medizin. Platt machen, Jungs. Oh shit. Nein. Fehlgeschlagen. Mist. Wahrscheinlich, weil wir die Jungs gerade zurückgelassen haben. Mist. Ich brauchte doch meine Heilung und so. Dann machen wir das nochmal, aber diesmal etwas besser. So, ich benutze das als Deckung. Okay. So. Irgendwie. Dieses Repetiergewehr nicht so gut wie unser altes. Gib mir dein Loot. Strauß aufheben. So. Und alles wird gut. Hier rüber. Looks like we're clear. Let's go. Put Strauss on the back of John's horse and let's get out of here. Make sure nobody's following us. We'll get back to camp. We're gonna gather the troops and get them to start packing up. Sure. We can't stick around after this. Let's go! Come on, you
I better get out of here. Let's put this son of a... Okay, wir müssen abhauen. Gut. Los. Ich mache jetzt nur noch ein paar hier weg. Okay, fertig. Los. Ich würde eigentlich gerne noch das Schaf mitnehmen. Aber nur gut. Schnell weg. Tot oder lebendig. Na super. Da wollen wir mal lieber nachladen. Okay, der ist schon nachgeladen. Wir verfolgt. Ja, das scheint so. Mission abgeschlossen. Ja, das war doch knapp. Was hätten die uns gehabt? So, was haben wir denn hier für ein kleines Tier? Ich würde keins davon eigentlich mitnehmen. Obwohl, nein. Wir lassen es mal lieber. Wir schauen mal ganz kurz auf die Karte. Was haben wir denn hier? Okay. Hier wäre die Mission die nächste bei Dutch. Gut, dann machen wir jetzt als nächstes die Mission bei Dutch. Ja, aber jetzt ist auch noch ein fettes Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Und das Problem ist auch, wir haben nicht mehr viel Gesundheit. Ich würde mich gerne eigentlich schön hochheilen, aber wir haben halt auch nicht mehr so viel Essen und so weiter. Ja, aber das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gut weitergehen mit uns. Alle suchen ja jetzt mittlerweile nach uns. Es ist ja jetzt nicht nur diese Gruppe, die uns gerade dort attackiert hat, sondern ja auch noch die Leute von Blackwater. Die wollen uns ja auch. An der Stelle hier. Und in der nächsten Folge machen wir dann weiter mit der Hauptstory. Das war's. Haut rein. Tschüss.